24.02. Jetzt geht's endlich wieder los. Es geht in die Kantine nach Hall. Wie ihr hört, ich bin ein bisschen krank angeschlagen, aber ich meine, das ist gerade ziemlich in. Und wir haben gerade ziemlich geiles Wetter. Es geht nach Schwäbisch Hall, Kantine 26 zum Ultraviolet Event. Schwarzlicht pur. Und ja, wie gesagt, ihr habt schon ein bisschen was auf Facebook gesehen. Ich spiele von 3 bis 4. Und ich freue mich wieder mal total drauf. Endlich mal wieder ordentlich upraven. Und yes. Ich weiß, dass viele mitgehen, viele da sein werden und dass mittlerweile die Vorverkaufstickets komplett ausverkauft sind. Also man kann mit einem richtig vollen Haus heute rechnen und ich freue mich ziemlich drauf. Auf jeden Fall, wie gesagt, ja, schaut es euch an, bleibt dran. Bis dann, Rayborn. So, Kantine 26 fängt an, noch 5 Minuten bis zum Einlass und ja, dann geht's los. Ultraviolet ist ready, alle DJs sind da, Fotografen sind da, alle sind da. Mega geile Zeit, die Stimme ist noch nicht so ganz da, immer noch krank, 3 DJs sind krank. Was heißt krank, aber das raven wir später weg. Jetzt schaut mal mit rein. Viel Munition für die komplette Nacht. Konfetti-Shooter, LED. Alles dabei und eine Fahne natürlich. Matix ist gerade am Auflegen, beziehungsweise wir haben ja noch 5 Minuten und dann geht die Show auch los. Hallo Mike Destiny, hallo Mo. Das ist Martin, der ist auch bei uns auf dem Cameo Festival dieses Jahr als Videograf am Start. Also wollte ich auf dem Geist aufgenommen, war auch schon bei Rayborn, hat eine ziemlich geile Arbeit geleistet und ja, jetzt geht's weiter. Martin bei der Arbeit. Habt ihr das gehört? 5 Uhr Taxi bestellt, alle nach Hause. Die ganze Crew. Wir sehen uns im Mai wieder. Bye bye, ciao ciao. Euer Ultraviolet Team. Nach unserem Geschmack.
Na, fuck, ballert schon ordentlich raus. Und die Leute sind auch noch massiv am Start. Ich denke, das wird eine ziemlich geile Zeit. Es wird sehr hart bei dir heute. Aber seht ihr, bleib auf. Guten Abend, Kantine!